bin grundsätzlich ein minimalistischer Mensch und es ist im Endeffekt eine Kritzelei, ja, aber ich glaube, das ist mehr so ein Prozess, der sich jetzt in den letzten Jahren gezogen hat, dass sich das jetzt so entwickelt hat, wie es aussieht. Jeder oder jede kann sich in irgendeiner Figur oder in irgendeinem Charakter des Films wiedererkennen und kennt diese kleinen Momente des Scheiterns oder Näherkommens und kann sich auch in die Gefühlslage hereinversetzen. Und ich denke, das ist so ein bisschen das, was den Film ausmacht. Für dieses Projekt ist die Reduktion schon wichtig, weil ich habe das auch mal mit ein ähnliches Projekt mit richtigen Hintergründen gearbeitet, mit Häusern. Und dadurch verliert man so ein bisschen den Fokus, weil der Fokus soll wirklich auf diesen kleinen Momenten liegen und nicht auf der Vorgeschichte von den Charakteren. Berührung ist total wichtig. Und diese Art von Annäherung ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Eben dieses Nähe Distanz, was ist zu wenig, was ist zu viel. Und ich habe schon die letzten Semester eigentlich mit diesem Thema gearbeitet. Und da hat jeder schon mal Momente erlebt, wo jemand einfach zu nah gekommen ist, in der Art und Weise. Also sei es mit Berührung, mit Worten, mit was auch immer. Und dieses Maß zu finden, ist so ein bisschen die Schwierigkeit, was auch total abhängig von allen möglichen Menschen ist. Also jeder reagiert anders auf Nähe und Distanz und jeder hat irgendwie so ein anderes Verständnis für was ist zu nah und was ist zu wenig nah. Ja klar, die Frustration ist halt immer da, wenn man andere Leute beobachtet und sieht, es funktioniert und selber nicht verstehen kann, was genau ist passiert, was habe ich falsch gemacht oder liegt es überhaupt an mir selber oder nicht? Also das ist ja immer die Frage, weil oft, also es ist ja auch das Ding, dass man nicht selber schuld ist, also was da passiert ist. Und dann ist einfach diese Frustration, wie jetzt halt diese Figur durchlebt.